Wir sollen Schulkinder auf den Krieg vorbereiten, findet die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Dafür soll die von extremen Rechten unterwanderte Bundeswehr an Schulen kommen und uns zeigen, wo der nächste Bunker liegt. Das würde der Gesellschaft guttun, meint sie, und der Lehrerverband stimmt ihr auch noch zu. Das ist doch nicht mehr normal. Das Militär hat an Schulen absolut nichts zu suchen. Es schafft keine Sicherheit, keine Freiheit, keine Demokratie und keinen Frieden. Im Gegenteil. Die Armee kämpft gerade sogar an der Seite von Israel. Und trotzdem wird immer uns vorgeworfen, wir würden die Kids Gehirnwäschen unterziehen. Aber de facto Werbung für die Bundeswehr ist keine Manipulation. Werbung für eine Ausbildung im Gegenzug für ein viel zu geringes Gehalt oder Werbung für ein Studium, nachdem man jahrelang für das sogenannte Vaterland arbeiten und immer häufiger in Kauf nehmen muss, psychisch zu erkranken oder sogar zu sterben? Ja, Bettina, ich denke auch, dass unsere Schüler mutig sein sollten, gesund und selbstbewusst, dass sie sich an Veränderungen beteiligen sollten und Widerstand leisten sollten. Gegen Krieg und gegen Tod. Dafür müssen wir aber ganz woanders ansetzen. Beispielsweise dabei, den Schülern zuzuhören. Ein Drittel der Schüler hier in Berlin sagen, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie an ihrer Schule etwas mitentscheiden können. Warum? Weil weder die Schulen, noch die Bezirke, noch der Senat den Schülervertretungen einen festen Betrag an Geld geben. Kein Wunder, die Prioritäten liegen ja auch woanders. Die Bundesregierung gibt doppelt so viel Geld aus für das Militär wie für Bildung. Aber statt Masseninvestitionen in die Armee brauchen wir Masseninvestitionen in die Bildung.